So, Muchachos, willkommen zurück zu einer neuen Folge Just Ladezeiten 3. Und in der letzten Folge habe ich mich ja mal wieder so ein bisschen über das Spiel beschwert. Da habe ich ja noch eure Meinung zum Lesen bekommen. Im Großen und Ganzen, die Info, die ich rausziehen konnte, war: Ja, Kies, wenn es dir so auf den Sack geht, dann spiel's doch einfach nicht. Leute, ich habe das Spiel gekauft. Achtung, Ziege. Oh, die lebt sogar noch. Und natürlich spiele ich das dann auch. Ich kreuze eine Ziege mit einem Hirsch. Wer wird wohl gewinnen? So, Ziege versus Hirsch, das Duell. Und die Ziege verliert. Und der Hirsch ist auch tot. Haben sich gegenseitig Rico, das Hirn rausgerissen. Eine Limousine ist unterwegs, um einen Kollaborateur abzuholen. Der Ersatz allein ist eine Ohrfeige für jeden Patrioten. Entführ die Limousine und hol dir den Verräter, damit wir ihn unauffällig entsorgen können. Der ist frisch poliert. Der ist frisch poliert. Ich liebe sie, Rico. Dankeschön. Und jetzt holen wir diesen Bastardo ab. Kein Gefecht unterwegs. Sonst haben sie dich. Boah, eine Businessfrau. Ich glaube sogar eine Asiatin. Auf einem fetten Motorrad. Okay, kein Gefecht und cool bleiben. Ja, was wollte ich sagen? Ja, die Kritik, die wurde gar nicht gut aufgefasst. Er liebt mich, ich darf das. Die Leute haben gesagt, ja, Kies, du dummer Hurensohn, dann spiel's doch einfach nicht. Aber ich wusste ja nicht, dass dieses Spiel so derbe schlecht läuft. Und dann kam als nächstes, ja, Kies, du Mongo, bei mir läuft das Spiel super gut. Was mir durchaus bewusst war, dass der Spruch wieder kommen wird. Wo muss ich denn hin? Weil ich ihn überfahren habe, ist es vorbei? Nee, warte. Ah, ich muss hier nach oben. Alright. So viele Anzeigen, da blicke ich ab und zu auch nicht durch. Ich bin halt alt, Freunde. Auch nicht mehr der Jüngste. Und die Limo, die muss ganz bleiben. Aber ein Mensch da draußen hat trotzdem mal einen relativ vernünftigen Tipp gegeben. Nicht nur in den Kommentaren, sondern, wie komme ich denn da jetzt hin? Als Privatnachricht. Und zwar hat er geschrieben, Kies, ich hatte das Problem auch. Ich habe es neu installiert, das Spiel. Dann wurde das Update korrekt runtergeladen. Und dann lief es ein wenig besser. Achtung, Ziege. Und ja, ich habe es jetzt hier auch nochmal neu installiert auf die Konsole drauf. Update erneut runtergeladen und ich weiß nicht wirklich, ob es besser läuft. Sag mal, meine Fresse, wie komme ich denn da oben hin? So, ich bin hier und ich muss einfach hier hoch. Gut, ich bin korrekt. Ich muss erst ganz weit weg, damit ich ganz, ganz hoch kann. Boah, die Fahrzeugsteuerung. Aber es geht ja nicht nur um die Performance. Auch so, die Story ist nicht wirklich packend. Die Fahrzeugsteuerung ist extrem lame. Und da kam natürlich auch prompt ein Kommentar. Ja, Kies, was erwartest du von einem Zerstörungssimulator? Bitte, ein Zerstörungssimulator? Ich erwarte ein gutes Spiel. Denn die Vorgänger waren besser. Punkt aus Ende. Gut, hier bin ich. Und was ich auch mittlerweile extrem nervig finde, dass man sich nicht mehr beschweren darf. Dass man immer alles so hinnehmen muss. Immer dieses, ja, dann guck's nicht, ja, dann spiel's nicht, ja, dann kauf's nicht. Rico, wir müssen diesen Informanten ausschalten, ohne dass die Armee etwas merkt. Es muss wie ein Unfall aussehen. Zerstör das Fahrzeug, aber geh dabei nicht selbst drauf. Als würde ich jemals selbst drauf gehen. Zum Haus meiner Geliebten. Beeilung. Adios, Muchacho! Warum bin ich wieder eingestiegen? Rico, ein Kollaborateur weniger und unsere Spione sind in Sicherheit. Tja, und er ist tot und ich hab's überlebt. Da sieht man, Rico besteht aus Gummi. Denn er springt ab und zu von Dingen so krass ab, das kann nur Gummi sein. So ein Kautschuk-Man. Ja, aber das ist mittlerweile eben so ein bisschen die Mentalität der Dinge. Wo muss ich denn jetzt schon wieder hin? Nach oben. Man darf sich halt über gar nichts mehr beschweren. Man muss einfach alles hinnehmen. Ja, Kies, wenn's dir nicht passt, dann kauf's nicht, dann guck's nicht. Ist ja nicht so, dass ich die ganze Zeit über irgendwas flamen würde, unnötig, ja? Wenn ein Film scheiße ist, dann habe ich ihn einmal gesehen und kann sagen, jo, der Film ist scheiße. Den zweiten Teil schaue ich nicht. Aber schaut euch das an! Und ich kletter nur eine Wand hoch. What the fuck? Und ich bin nicht der Einzige, der das Problem hat. Ja, also es ist nicht so, dass ich der Einzige bin, dessen Xbox jetzt hier daran krepiert oder dessen PlayStation daran krepiert. Denn ich habe gestern natürlich dann in Foren geschaut, ob es vielleicht wirklich an meiner Konsole liegt. Aber nee, allein schon Metakritik gibt so viele Null-Punkte-Bewertungen, weil das Spiel einfach nicht läuft. Bei einigen läuft es aus irgendeinem Grund, bei anderen wieder gar nicht. Aber bei keinem läuft es auf der Konsole richtig buttrig gut.
Und wir reden hier von einem AAA-Spiel, ja? Publisher Square Enix. Da kann man was erwarten, das ist kein kleines Indie-Game. So, und jetzt eine Ladezeit, um runterzukommen. Die verdammt lang ist? Nee. Rico, zweifellos ist deine Freundin Dima eine brillante theoretische Wissenschaftlerin. Hm. Aber das Gerät in dieser Bauweise kann die Ladung nicht speichern. Es wird schon funktionieren. Habt ihr das nicht im Labor mit dem Panzer getestet? Eigentlich schon, aber wir mussten ein paar Teile des Panzers dafür benutzen. Deswegen konnten wir es nicht testen. Toll, das hat mich einen wertvollen Panzer gekostet. Also sieh zu, dass wir das hinkriegen. Du musst dir keine Sorgen machen. Wenn nicht alles in die Luft fliegt und uns tötet. Hey, ich kann dich hören. Dima, was meint er damit? Kann das Ding explodieren? Ach, Geschwafel. Blödsinn. Die Energie verteilt sich, sobald bevor die Zündung zerreißt, ist das Gerät. Also was machen wir jetzt? Ein Feldversuch. Wir müssen an funktionierenden Panzern testen. Das Gerät hat nur genug Energie für eine Entladung. Eine Explosion. Es reicht. Danke, Dima. Entschuldige. Hör mal. Dein Freund Sheldon ist in der Höhle aufgetaucht. Er ist ein gefährlicher Mann. Er hat uns verraten, wo wir ein paar Bavarium-Panzer finden. Hat er das? Was für ein Zufall. Sheldon sorgt zurzeit für einen Zufall nach dem anderen. Was hast du jetzt vor? Was haben wir für eine Wahl? Packen wir es an! Bleib an uns dran, Rodriguez. Gleich gibt's Ärger. Okay, Moment. Muss ich den hier fahren? Ich werde überfahren. Schön. Und gleich nochmal, ja? Mein Freund Sheldon ist wirklich bestens informiert. Will er dich aus irgendeinem Grund töten? Ist toll, jemanden wie ihn im Team zu haben. Sheldon ist sein eigenes Team. Kein Scheiß. Yep, kein Scheiß. Wir gehen mal hier hin. Toll, keine Munition und wenig Munition. Ja, meine Karten sehen gut aus. Ich hoffe, die haben Heli, den ich übernehmen kann. Und eine Ladezeit. Jetzt kommt's. Oh yeah, dafür brauchte man natürlich eine Ladezeit. Und noch eine direkt hinterher, weil es so mega geil ist. Kann ich hier genug Ladezeiten haben? Ich glaube nicht. Soldaten! Aufpassen, Leute! Warum stehe ich jetzt unten? Boing! Und ich so. Kann nicht weiter, solange hier so viele Soldaten sind. Schalt sie aus! Ich versuch's ja. Ihr habt die schweren MGs. Ich hab nichts. Streng genommen. Gar nichts. Mich hat's erwischt. Dich hat's definitiv erwischt. Bin getroffen. Oh ja, Roboman. Oh ja. Das war unheimlich, findest du nicht, Rodriguez? Geht so. Die Kühlung hat was abgekriegt. Die macht's nicht mehr lange. Kriegst du das hin? Nicht in der Zeit, die wir haben. Finden wir raus, wie weit wir kommen. Wenn ich einen Heli hätte. Das klingt ja nach einem sicheren Plan. Dann wäre alles gut. Wirklich alles. Aber ohne Heli, schwierig. Also woher denkst du, kamen diese Soldaten, Rodriguez? Routineüberprüfung? Wohl kaum. Sie sind hinter dem Truck mit dem EMP her. Die Ravello weiß etwas. Das bedeutet, ein Maulwurf. Wollte ich auch gerade sagen. Haltet die Augen offen, Leute. Und hier drüben kommen bestimmt die nächsten. Yep, es geht los. Das sieht verdächtig aus. Ich mach den Weg frei. Warte, hier drüben. Mann, die halten aber auch immer so viele aus. Bums. Soldaten erledigt hast. Mach schon. Ich bin dran, aber die sind echt verdammt gut gepanzert. Oh, mir geht's gar nicht gut. Mir geht's gar nicht gut. Wie viele leben denn noch? Tötet ihr auch welche? Das wäre nämlich verdammt nett. Oh, wow, 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 wow. Achtung. Sehr gut. Ich höre ein Heli. Ich brauche ihn. Need this Heli. Meiner. Komm schon, hol ihn dir doch. Mach hier nicht einen auf Spider-Man. Oh
Okay, wir können weitergehen. Moment, der Pilot ist noch am Leben. Woher kommen immer die Soldaten? Ich versteh's nicht. Aus dem Nichts raus. Okay, das war's. Verschwinden wir von hier. Okay. Damit das klar ist, nach der Nummer hier schuldest du uns noch einen Gefallen. Dreh um, Theo. Sie kommen von hinten. Was, wie? Moment, ich schulde euch einen Gefallen? Leckt mich, Leute. Ich schulde niemanden Gefallen. Wow, ich glaube, ich verletze nur meine Leute. Na, shit. Klar, es muss in der Höhle gehen. Ich habe ein Heli und es muss in der Höhle gehen. Bei der Steuerung, komm schon. Fio, Theo, was auch immer. Theodor. Oh, das mit dem Heli wird gar nichts. Kann ich voll knicken. Lass den Blödsinn, Rodriguez. Ich versuch's. I try. Und die Leiche nehme ich mit. Ach, komm schon, wir stecken fest, Rico. Alright. Bam! Rico Tactics. Alles klar, gib mal her hier. Immer noch die beste Waffe, wie ich finde. So, der Laden läuft doch, keine Panik. Weg hier, über die Brücke, schnell, hängen wir sie ab. Tolle Idee, schätze, das ist eine Einbahnstraße. Die kommen schon wieder. Wow, fuck, Vorsicht. Ist nicht gesund. Was macht der hier für Moves? Heilige Mutter. Ich sollte aufhören, auf Brücken irgendwas in die Luft zu jagen. Boah, der ist ganz schön weggeflogen. What the fuck? Wir müssen sie abschießen. Erstmal der hier. Einfach durch, Jungs. Einfach durch. Kommt schon, wir haben keine Zeit für den Kindergarten. Ich nehme hier mal ein bisschen Munition mit. Klar, der Schwarze muss mal wieder als Erster sterben. Okay, alles klar, fahren wir. Hey! Nehmt mich mit! Willkommen auf meinem Auto! Danke! Zum ersten Mal werde ich irgendwo willkommen geheißen. Der war nicht schlecht. Panzer, die schicken tatsächlich Panzer! Wir haben ein Problem, denn ich habe gar nichts gegen Panzer. Müssen wir übernehmen. Also gegen leichte Fahrzeuge ist die Waffe hier wirklich geil. Noch mehr Panzer! Was für ein Fahrstil! Um den EMP-Truck zu schützen! Was? Wo ist der Panzer? Wo ist der shitty Panzer? Hinter uns kommen noch mehr! Wie viele sind das denn? Rodriguez, sobald wir drüben sind, spreng die Brücke! Damit wie soll ich das machen? Mit Granaten? Granaten! Okay, 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 okay. Wir sollten Gas geben. Wir sollten echt Gas geben. Du fährst uns genau vor einen Armeestützpunkt? Ist das dein Ernst? Warum? Warum macht man sowas? Wir müssen hier raus. Ja, mach keinen Scheiß. Da kommen Helikopter! Auch noch.
Boah, es ruckelt. Natürlich genau jetzt, wo ich keine Ruckeleien brauche, ruckelt's. Übernimm den Heli. Klar. Anti-Air. Alter, so werden wir wenigstens die Helikopter los. Ich muss da raus. Los, Rico. Nicht trödeln. Ich trödel nicht. Ich rucke. Ist nur Unterschied. Sie wussten, dass wir kommen. Sie haben uns erwartet. Wow. Das ist beunruhigend. Das Ruckeln auf jeden Fall. Woher die Ravello seine Infos hat, Rodriguez? Ich hätte nämlich eine. Von mir? Nicht Vergiss jetzt, es. Annika. Komm schon. Lass den Blödsinn, Rodriguez. Ich hab euch eben gerade alle gerettet. Was ist daran? Bitte schön, Blödsinn. Gut. Der Heli da hinten dreht noch ein bisschen durch. Ich hoffe, Helikopter, wir sind durch. Vorsicht! Ich bin dran. Bams. Und den hier nehme ich mit. What the fuck? Ich habe das Haus nicht mal berührt. Was war das? Bin ich gegen eine Laterne geflogen? Ich glaube, da war irgendeine Lampe und das Ding ist direkt explodiert. Bam. Als wäre ich gegen einen Sprengkörper geflogen. Wow. Und Gronkh muss natürlich gleich mehr ins Reinwürgen. Ja, Ziel wurde eliminiert. Scheiße, Mann. Keine Ahnung, ich dachte, ich wäre hoch genug. Ich glaube, da war eine Laterne oder so ein Strommast oder irgendwas und zack, war ich weg. Ich wusste nicht, dass Helis so empfindlich sind. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, wo wir landen. Hoffentlich nach dem Tunnel. Das wäre schon ziemlich nett. Ich meine, die Mission heißt nicht umsonst eine lange Straße. Eine sehr, sehr lange Straße. Du fährst uns genau vor einen Armeestützpunkt? Oh, ist nee. Das dein Ernst? Wir müssen hier raus. Ich lande hier. Da kommen Helikopter! Amüsierst du dich, Rico? Ja. Schönster Tag meines Lebens. Einfach durchfahren. Einfach ignorieren und durchfahren. Rein da, so werden wir wenigstens die Helikopter los. So, ich würde ganz gerne. Sie wussten, dass wir das kommen. Ding mir Sie holen. Haben uns erwartet. Das ist beunruhigend. Komm schon. Ich habe eine Idee, woher die Ravello seine Infos hat, Rodriguez. Ich hätte nämlich eine. Von deiner Nicht Mama. Jetzt, Annika. Wow, reg dich ab, Amigo. Dann reden wir eben später. Kann ich hier durch? Ist hinter mir eine Rakete? Runter. Wow, Helikopter, Vorsicht! Ich kann mit dem Ding eigentlich nicht mal schießen, weil wenn ich jetzt schießen würde, dann habe ich nur meine Leute. Nö, kann ich voll vergessen. Kannst hier nicht fliegen. Los, Rico! Nicht trödeln! Und der hier, den ignoriere ich einfach. Einfach durchfahren. Wieso kämpfen? Klar, er folgt mir. Hey, hallo, Rico! Moin! Wie geht's, Theo? Noch mehr Probleme. Da sind die Panzer. Wenigstens in diesem Punkt hat Sheldon nicht gelogen. Okay, wo ist der Heli? Eben gerade hatten wir doch noch einen Heli.
Ah, hier drüben. Wow. Der muss auf jeden Fall übernommen werden. Ach du Scheiße. So. Okay. Achtung, Sniper-Hein hier oben. Gut. Da stehen die Panzer rum. Sind wir nah genug dran? Ja. Schalt das Gerät ein. Diese Aufgabe gehört mir. Okay, schalten wir mal ein. Da passiert gar nichts. Die Autos gehen gleich hoch. Nichts wie weg hier. Ich gebe zu, ich bin enttäuscht, Mr. Sheldon. Tja, dann besprechen wir das doch bei einem Drink, Sebastiano. Mano a mano. Ich habe keine Zeit für Smalltalk, Mr. Sheldon. Vor 20 Jahren haben wir etwas vereinbart, Sie und ich. Sie halten Ihren Teil nicht ein und das enttäuscht mich. Also, Sie und Uncle Sam hatten einen Deal. Sie und ich. Wir haben darüber hinweggesehen, wie sie das Volk von Medici behandeln. Und wir haben auch darüber hinweggesehen, was sie Dima Almasri angetan haben, die übrigens nur eine Leihgabe war. Ich habe über Rico Rodriguez hinweggesehen. Bis jetzt. Wissen Sie noch, was wir abgemacht hatten? Natürlich weiß ich das noch, Sebastian. Wirklich? Ich bin Herrscher über Medici. Sie versprachen mir eine Allianz mit den Vereinigten Staaten, was ich erledigt hatte, als der Junge, den ich für Sie zum Waisen gemacht habe, zurückgekehrt ist. Ein Junge, der wütend durch mein Land marschiert und mich vor meinem Volk wie einen Idioten aussehen lässt. Hören Sie, Sebastiano. Denken Sie, ich genieße es, vor meinem Volk wie ein Idiot auszusehen? Ich weiß, Sie haben ihm gezeigt, wie man meine Panzer zerstört. Ich sehe alles, was auf Medici passiert, sogar in dunklen, feuchten, kleinen Höhlen. Es gibt nichts, was meine Flammen nicht verbrennen können, Mr. Sheldon. Kommen Sie nicht wieder. Okay, Sheldon steckt also richtig tief in die ganze Sache mit drin. War ja klar, ich meine, keine große Überraschung, dass er der Informant ist, denn das hat man ja von Anfang an gemerkt, dass er dauernd versucht, die Mächte gegeneinander auszuspielen. Na gut. Aber die Mission, die wurde abgeschlossen. Eine lange und gefährliche Straße. Ziel ist entkommen. Normale Patrouille fortsetzen. Gronkh ist ein bisschen enttäuscht, dass wir entkommen sind. Ich hatte eben ein unerfreuliches Gespräch mit unserem gemeinsamen Freund Di Ravello. Schau doch mal in der Höhle vorbei, in der ihr euch eingenistet habt. Ja, möglicherweise machen wir das aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten nervenaufreibenden, durch Ruckler geplagten Folge. Wie immer, danke fürs Zusehen, Bewertung nicht vergessen und tschüss!